Gratulation! Als Ex-Azubi, nun Chefaufseher-Lehrling, hast du ab sofort Anspruch auf Nahrung und künstliches Sonnenlicht. Außerdem bist du soeben in das weiterführende Testprogramm eingeschrieben worden. Und damit hey ho und let's go mit Bridge Constructor Portal Level 21 hin und her. Kein Kommentar, also nichts Neues. Ja, es gab auch wieder kein Kuchen. Nur künstliche Nahrung und, normale Nahrung und künstliches Sonnenlicht. Ist ja super. Was wir alles verdienen, gell? So, 10 Stück, das sind schon viele im Konvoi. Im letzten Part haben wir Level 20, wieder eines der schwierigen und ja, ich habe schon ein bisschen lange dran gehangen. uns gekümmert. So, was ist verlangt? Ich raffe nicht. Bitte erklären auf eine Sprache, die ich verstehen kann. Für was diese Knöpfe sind, raff ich nicht, muss ich sagen. Weil die sind doch mitten im Weg. Ich kann kaum eine Konstruktion bauen, mit der ich sie umgehe. Obwohl, vielleicht doch. Vielleicht gibt es ein paar Tester, haben vielleicht es geschafft zu umgehen und die Entwickler wollten damit sicher gehen. Okay. Allerdings ist mir der reguläre Weg doch etwas lieber. So. Ja. I see a problem. That problem I don't like. Zuerst mal kann ich hier eine Straße bauen. So, dann habe ich das hier. Dann kann ich das von unten befestigen. So, ach so, ich kann das sogar hier befestigen. Dann machen wir das sogar so. Ja, warum nicht? Dann ist es ein bisschen stabiler hier. Dann machen wir eine schöne Doppeldeckerbrücke. Sollte am Ende gut aussehen. So, jetzt kann ich es hier befestigen. Überall schön stabil. Durch die 4 Befestigungspunkte sollte alles gut gehen. Genau, Straßen natürlich. So, und jetzt kann ich hier dasselbe Prinzip machen. Und zwar einmal so, so, so. So, wunderschöne Dreiecke. Damit habe ich das. Ah, hier habe ich ein kleines Problem. Das muss ich irgendwie schaffen. Mach das erstmal normal. So, und das wird der zweite Teil der Brücke werden. Genau, jetzt habe ich nämlich das hier oben auch noch. Sieht schön aus. Soll ich es hier noch ein bisschen länger machen? Baue es doch ein bisschen hoch. Dann sollte es schon schaffen. Okay, und jetzt noch einmal, denke ich. Weil ich muss ja auch darüber schaffen. Die kommen ja auf witzige Ideen. Ist das eine neue Musik? Ich denke schon. Klingt beruhigender als die vorherigen. Ja, hier habe ich Mist gebaut. So, besser. Das hält okay. Nee, das ist schon korrekt. So, hier muss ich aber ändern und zwar nein zu sowas. So, jetzt sollte es passen, hoffe ich. Das Ende sieht nicht mehr so elegant aus. Aber es sieht sehr stabil aus. Vorausgesetzt, der Winkel ist nicht steil genug. Schaffen die es. Ja, die Musik ist auf jeden Fall neu. Auch die hier. Ja, super. Fängt wieder leicht an. Okay, schöne Einführung auf jeden Fall.
Und jetzt mit dem Konvoi. Ein kleines Problem ist, dass sie alle auf einer Brücke theoretisch fahren. Da es allerdings mehrere Befestigungspunkte diesmal gab, sehe ich darin kein großes Problem. Alles wunderbar. Oder? Oder? Ja, wink, wink, hallo, hallo. Junge, verreck oder geh ins Ziel? Aber wink, bin ich so blöd. Was ist denn passiert? Warum haben sie die letzten verkackt? Mal sehen. Eigentlich kommen alle durch und die Seile reißen nicht. Je, was ist mit dem passiert? Nochmal. Irgendwelche bauen da Mist. Am Knopf. Betätige ich den immer wieder, oder was? Nee, das kann ja nicht sein. Die bleiben betätigt. Guck, einer macht da... Die machen immer mehr Müll. Ja. So, vielleicht liegt es daran einfach. Komm schon. Jetzt fahren sie schön gerade, obwohl sie werden wieder abgebremst. Ja doch, es sieht flüssiger aus jetzt. Ah, der fährt ihn trotzdem hinten rein, aber geschafft, okay. Ja, kann doch nicht so schief gehen. Ab geht's zur nächsten. Testkammer 22. Extra Runde. Ja, sieht auch wieder etwas einfacher aus. Vor allem, weil ich kaum was machen kann. Oben zum Beispiel muss ich mir gar nicht so groß angucken, weil ich kann nichts machen. Moment, das ist das Orange ist ja nicht das Ding. Nee, warte. Ich dachte gerade, das Orange ist das Abprall-Ding, das heißt, so fliegen sie und dann da, aber das ist dieses Beschleunigungsgel. Was soll das da? Och nö, die wollen das mal. Okay, ich weiß, was sie machen wollen. Soll das? Ist das aber ein Problem für mich? Ich überlege gerade. Eigentlich nicht. So. Wir befestigen das von unten. Die sind ja großzügig heute. Sonst geben sie mir so gut wie nichts und diesmal geben sie mir alles. Ein bisschen verbinden vielleicht so. Sollte schon stabil sein, genau. Dam. Ich muss nur darauf achten, dass das hier stimmt. Aber so sollte es passen. Ja, so. Es geht nur darum, dass sie nicht aneinander knallen. Ja, genau sowas nicht passieren soll. So, lieber. So. Passt. So. Ich denke, jetzt ist okay. Der passt drunter durch. Genau, jetzt geht er durch das Portal. Müsste genau auf dem Orangen landen. Und durch den Schub plus die Schwerkraft kriegt er genau Schwung, um gegen die Decke zu knallen, aber auch ins Ziel. Dann gleich dahinter den Konvoi. Damit klar, dass von uns beeindruckt ist. Oh, und die lassen aber großzügig viel Zeit. Gut. Der Winkel muss ja auch passen. Also das Timing, nicht Winkel. Ich weiß nicht, was ich heute mit meiner Wortwahl habe. Ja, die Mitfahrer krachen zusammen. Das sieht nicht mehr gut aus. Nein, das sieht gar nicht mehr gut aus. Absolut nicht. Das sah mal gut aus. Alter, was für ein Chaos. Oh mein Gott. Aber witzig ist es. Witzig ist es auf jeden Fall. Vor allem, weil alle jetzt in einem anderen Winkel fliegen. Es bleiben aber immer mehr stecken, ja. Nur noch zwei sind da. Hui. Ein
keiner schafft's mehr ins Ziel. Aber schön, dass sie eine Brücke bauen für die anderen. Willst du es noch schaffen, kleiner Mann? Ein Einzelner noch auf dem Sieg. Toll, du hast die Brücke kaputt gemacht, du Affe. Intelligenzbestie. Ja, ich muss erstmal beobachten, was da schief ging. Du hast die erste ausgesetzt. Die ersten schaffen das, so wie beim letzten Mal. Aber dann irgendeiner versagt. Ich muss nur gucken, wo. Da, einer ist an die Decke geknallt. Aber warum fliegen sie in einem anderen Weg? Sag nett, die sind verschieden schwer! Erzähl mir nix. Je nachdem, wie viele Leute drauf sitzen, sind die verschieden schwer wahrscheinlich, oder was? Der mit drei Leuten schafft das, der mit einem Mann? Schafft das... Ne, der mit einem Mann kracht tatsächlich an die Decke! Aber der drei Mann schafft das jetzt auch nicht mehr. Okay, wahrscheinlich wurde er irgendwo blockiert. Die sind verschieden schwer. Erzähl mir doch nicht, das ist. Als ob diese Menschen so viel wegen. Ihr seid nur ein Stück schwarz mit weißer Umrandung. Mann. Geht mal ins Fitnessstudio oder hier in die Säure, dann nehmt ihr auch ab. Jetzt haben die mir alles kaputt gemacht. Was soll ich machen? Den weniger Schwung geben? Ich weiß es nicht. Wie soll ich die denn abbremsen? Die gehen hier bergab. Hallo? So. Jetzt klappt's. Weniger Schwung. Der mit einem Mann muss ich beobachten, ne? Jetzt krachen alle zusammen. Okay, nee, das ist gar nichts. Das ist gar nicht. Ja, genau, da könnt ihr abnehmen. Bleibt gleich da unten. Ah, einer hat's überlebt. Ah, du bist intelligent, du darfst bleiben. Das sind so mikroskopische Fehler, die ich beachten muss. Ich kann die Straße aber auch nicht zubauen, damit es schön läuft. Wie eng kann ich es denn machen? Ich denke so. Klappt das? Achso. Da. So. Fahr mal irgendwas. Es ist noch Platz genug da. Okay. Es behindert die untere nicht. Sind zu schnell. Zu schnell dachte ich halt nie, dass das Problem ist. Okay. Hierher mal einschalten, das damit. Dann wird's was. Ich denke halt immer, nach jedem 10. Level wird's halt wieder so einfach. Wurde es ja auch. 21 war ja nichts. Da wird man so locker und dann kommt plötzlich so eine blödsinnige Geschichte. Ich merke gerade, eine Befestigung benutze ich gar nicht. Auch nicht. Hier sind sowieso viel zu viele Dinger. Für was sind die? Auch wenn ich mir denken kann, was passiert, wenn ich das da mache? Zeigt mal her. Ihr kriegt den Schwung und habt zu wenig Schwung durch den Fall, ja. Nee, das muss schon gescheiter gehen. Mit etwas mehr Befestigung könnte es was werden. Aber dann wackelt die blöde Ding nicht mehr. Und ich kann es etwas besser kontrollieren. So schafft er es jetzt aber gar nicht mehr. Boah, mit was für einem Sprung der reinkam. Hier, ein Fahrer. Selbst der schafft es gar nicht mehr. Warum? Was habe ich durcheinander jetzt gebracht?
Was habe ich jetzt durcheinander gebracht? Ich kann den Winkel nicht höher machen, weil es dann schief läuft, definitiv. Und früher runter, ich kann es ja so tief bauen. Zeig mir nochmal. Passt du da durch? Okay, ein bisschen zu eng. Habe ich jedoch ein bisschen zu sehr überfordert. Zeig mal her. So, jetzt. Jetzt mit einem Fahrzeug testen sollen. Ich verstehe nicht, was habe ich jetzt so verändert, dass nicht mal ein Fahrzeug es wichtig macht. Nicht mal ein einziges. Für was ist eigentlich das da? Auch so mal blöd gefragt. Das verhindert doch nur, dass andere Gegenstände nicht durch können. Ja, meine Bauten schon. Okay, stimmt, ja. Ich kann nichts durchbauen. Okay, okay, gecheckt. Dass ich mich da nicht unterstütze. Die haben schon mitgedacht. Da haben ein paar Schlawiners gut getestet. Hä? So. Wie funktioniert es jetzt? Der Winkel ist angepasst, der kommt langsamer auf und schafft damit mehr vom Ding. Ah, jetzt ist aber wieder zu viel. Entscheiden können die sich auch nicht. Jetzt war es wieder zu viel. Das ist Millimeterarbeit, was die von mir wollen. Hier bremse ich ein bisschen ab und jetzt kann er Schwung haben. So. Jetzt hat er immer noch das Ganze. Also knallt er wieder gegen die Decke. Ja, ganz knapp geschafft tatsächlich. Okay. Und ein ganzer Konvoi. Ein ganzer Konvoi macht. Okay, die kratzen sich schon mal nicht. Na toll, aber schon wieder selbes Problem. Nicht alle schaffen es. Manche kommen damit Vollschwung durch. Das bringt halt nichts. Wie hast du das denn geschafft, mein Freund? Ja, und irgendwann lässt die Brücke natürlich nach. Ist das eine Katastrophe? Was könnte ich machen? Zu viel Schwung ist nicht gut, zu wenig Schwung ist nicht gut. Zu viel, zu wenig, zu viel, zu viel, zu wenig. Das sieht so einfach aus. Ist es aber nicht. Jetzt bin ich aber wieder beim Ausgangspunkt. Wenn ich es so mache. Er landet ungefähr, na gut, am Ende von dem Ding. Nee, da bekommt er gar keinen Schwung mehr von dem Ding. Nee, nee, nee. Und sie dürfen keine zweite Fahrt, also nochmal drüber fahren, weil sonst kommen alle durcheinander. Obwohl es einer tatsächlich so spät noch geschafft hat. Aber ja, ihr seht, wie sie fliegen. Sieht zwar cool aus, das bringt mir relativ wenig. Vor allem die Dreierkuppe hier, die ist geil. Wie viel haben sie ins Ziel geschafft? 2, super. Herzlichen Glückwunsch. Zu viel war es wieder. So. Es ist wirklich Millimeter, aber das kann nicht sein. Und nein. Jetzt hat er zu wenig Schwung. Nein. Macht das hier noch ein bisschen anders.
Wir schönen geraden Weg, genau. Und du landest in der. Er kriegt den Schwung. Schwung allein reicht aber nicht. Jetzt arbeiten wir wieder so. Sowieso nicht, warum so viele Befestigungspunkte es gibt. Ja, toll, das wird sowieso nichts. Und das Problem ist, wenn er die Runde macht, dann habe ich das Problem mit den restlichen Fahrzeugen. Was mache ich mit dir? Erstmal machen wir das hier ab, das ist, hat keinen Zweck mehr für mich. Was, wenn ich so mache? Ich gebe den erstmal ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und dann mehr Schwung. Ah, gegen die Decke soll er nicht krachen. Ja, jetzt kriegt er das volle Orangene ab. Ja, ist so unkontrolliert. So, funktioniert es jetzt? Komm schon. Ja, nicht gegen die Decke geknallt. Gut. Ja, nicht so viel Orange abbekommen. Deswegen reicht es auch nicht. Was, wenn ich das hier ein bisschen kürzer mache? Und dann so. Komplett beschießen. Das sieht zwar wieder aus. Aber wenn es funktioniert. Was soll's? Ich habe zu viel Schwung. Ich komme nicht am Orangen dran. Ich darf dem nicht so viel Schwung geben wieder. Ich mach hier so eine Ding. So eine kurze Pause. Das ist es doch. Kann ich auch das hier benutzen zur Befestigung. Sehr gut. Und dann geht's erst runter. Naja, befestigen. Und wo landest du? Am Anfang. Das heißt, der müsste es jetzt mit voller Kraft nicht schaffen. Ach ja. Gut, der Part wird wieder ein bisschen länger und für Level 22 lohnt sich hier nicht wieder so lange rumzuhandeln. Deswegen experimentiere ich wieder für mich allein und wir sehen uns beim Ergebnis. Bis gleich. Auch wenn es nicht so wie geplant lief. Sie haben es geschafft. Ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch gut geht am Ende. Die ersten vier waren ja exakt wie geplant, ganz normal. Die nächsten vier dagegen, naja. Haben es aber mit Glück noch geschafft. Yeah, darauf bin ich stolz. Ich habe sie einfach versucht, so gut wie möglich stabil zu machen und den richtigen Winkel hinzubekommen. Und mit bisschen Glück haben wir es geschafft. Dann würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part wieder mit Kammer 23. Es wird ja immer schwerer hier.
Millimeterarbeit und alles. Muss man ein bisschen rumexperimentieren. Fail and Arrow. Steht hier an der Tagesordnung. Ich liebe aber, wie viele Stunts die machen, um ins Ziel zu kommen. Gut. Dann verabschiede ich mich. Und keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.